Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Klinikstreik wird ausgeweitet. Impfen in der Dönerbude. Und Leichtathletikfest mit 20.000 Zuschauern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 13. September. Die Gesundheitsverwaltung meldet für Montag 18 Corona-Neuinfektionen in Berlin. Zwei Corona-Ampeln zeigen gelb. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 84, die Krankenhausintensivbetten sind zu 7,6% mit Covid-Patienten belegt. Die Ampel der Hospitalisierungsinzidenz steht mit einem Wert von 1,1 auf grün. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi ist besorgt über den geringen Fortschritt der Corona-Impfungen. Sie sprach davon, dass man ehrlich sagen müsse, dass wir es nicht geschafft haben, eine ausreichende Impfquote zu erreichen. Aktuell reiche es nicht aus, um im Herbst mit einer vierten Welle das Schlimmste zu vermeiden. In Berlin soll bei Katastrophen künftig wieder über Sirenen in der Stadt gewarnt werden. Das teilte Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann mit. Derzeit warnen Behörden über die App Katwarn sowie über soziale Medien. Vor rund einem Jahr führte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz einen Warntesttag mit desaströsem Ergebnis durch. Grüne und Linke haben Finanzsenator Matthias Kollatz aufgefordert, in den Kliniktarifstreit einzugreifen. Die Klinikleitungen bräuchten eine Zusicherung vom Eigentümer Berlin, dass Zusagen, die sie in Tarifverhandlungen machen, refinanziert würden. Kollatz ist als Finanzsenator Vivantes Aufsichtsratsvorsitzender. Der unbefristete Streik bei Charité, Vivantes und deren Tochtergesellschaften soll in dieser Woche ausgeweitet werden. Das teilte Verdi am Montag mit. Demnach werden die nächsten Tage jeweils über 1000 Beschäftigte streiken. Ab Dienstag sollen dadurch auch ganze Stationen in Kliniken vorübergehend geschlossen werden. Am Montag hat der Lokal-TV-Kongress stattgefunden. Bei dem digitalen Event diskutieren Medienschaffende, Wissenschaftler und Politiker über aktuelle Entwicklungen in der TV-Branche. Organisator ist die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, deren Direktorin Eva Flecken über neue Fördermodelle für Lokaljournalismus sprach. Bundesweit ist die Aktionswoche Hier wird geimpft gestartet. Impfwillige können sich an zahlreichen kreativen Orten ohne Termin gegen Corona impfen lassen. In Berlin gibt es Impfmöglichkeiten im Zoo, auf einem Spreeschiff oder in Dönerbuden. Auch beim Hertha-Heimspiel gegen Fürth am Freitag wird es Impfungen geben. Die nördliche Hälfte der Berliner Ringbahn ist seit Montag früh um 1.30 Uhr gesperrt. S41 und S42 fahren nun nicht zwischen den Haltestellen Westend und Gesundbrunn. Grund sind Reinigungs- und Reparaturarbeiten. Die Störung soll eine Woche anhalten, es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten. Am Samstag hat die About You Fashion Week im Kraftwerk Mitte in Berlin gestartet. In den nächsten 5 Tagen wird es 12 Modeshows mit hochkarätigen Gästen geben. Zum Auftakt stellte Leni Klum, die Tochter von Heidi Klum, ihre Kaspel-Kollektion vor. In den kommenden Tagen wird es weitere Shows von Lascana sowie Lena Gerke geben. Das internationale Stadionfest ISTAF hat seinen 100. Geburtstag gefeiert. Das Leichtathletik-Event fand am Sonntag im Olympiastadion vor rund 20.000 Zuschauern statt. Zu sehen waren Top-Athleten wie Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, Speerwerfer Johannes Vetter oder der Weltrekordhalter im 400-Meter-Hürdenlauf Carsten Warholm. Und damit zu den Wetteraussichten. Die Nacht zum Mittwoch wird wolkenlos und frisch bei Tiefstemperaturen von 13 Grad. Dienstag wird es morgens nebelig und danach den Tag über bei 23 Grad bewölkt. Der Mittwoch zeigt sich überwiegend bedeckt, Donnerstag ist morgens Regen zu erwarten, die Höchsttemperatur sinkt deutlich auf nur noch 20 Grad ab. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.